Viele Menschen machen eine Ausbildung und sind dann ein ganzes Leben lang in einer Institution, in einem Betrieb angestellt. Es gibt aber auch Leute, die gleich mehrere Ausbildungen absolviert haben und in ihrem Leben mehrere Karrieren und Berufe ausüben. Und es gibt derzeit eine Auszubildende beim Kreis Groß-Gerau, sie absolviert dort ihre zweite Ausbildung. Und was sie vorher gelernt hat, das ist wirklich hochinteressant. Hallo, ich bin Jasmin, bin 24 Jahre alt und komme aus Ostheim. Also ich bin in Rüsselsheim zur Schule gegangen und habe dort mein Abitur gemacht. Danach habe ich mich entschieden, eine Ausbildung als Hebamme anzufangen. Ich habe diese auch abgeschlossen und habe mich danach aber nochmal umorientiert und habe hier die Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte begonnen. In meinem Privatleben gehe ich meinem zweiten Beruf noch nach. Ich arbeite weiterhin als Hebamme. Und ansonsten bin ich im Vorstand bei uns in Astheim im Sportclub vertreten und tanze Garde. Eine ganz normale Woche für uns Auszubildende sieht so aus, dass wir mittwochs, also jeden Mittwoch in der Schule sind und alle zwei Wochen freitags. Dazu kommt noch das Verwaltungsseminar, wo wir nach Frankfurt fahren. Und ansonsten sind wir hier im Ausbildungsbetrieb, im Landratsamt oder in der Kreisvolkshochschule, in den verschiedenen Sekretariaten der Schule. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich war bis jetzt in zwei Abteilungen eingesetzt, einmal in der Kreisvolkshochschule und jetzt hier derzeit in der Aus- und Fortbildung. Und es gab bis jetzt noch keinen Bereich, wo mir überhaupt nicht gefallen hat. Also ich hatte sowohl in der Kreisvolkshochschule als auch bis jetzt hier viel Spaß am Arbeiten. Und vor allem, was mir sehr gut gefällt, ist das Arbeitsklima. Ich würde die Ausbildung jedem empfehlen, der Spaß daran hat, mit Menschen umzugehen und seine Arbeit auf Grundlage von Gesetzen durchführen möchte. Ich zum Beispiel bin zurzeit im Ausbildungsbüro eingesetzt und arbeite sehr viel selbstständig und verwalte die Praktikanten komplett alleine. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir wünschen, hier übernommen zu werden. Welche Abteilung, das steht aber dann noch in den Sternen. Und bei uns ist nicht nur die sympathische Dame, die auch eine Ausbildung zur Hebamme absolviert hat, sondern noch zwei andere Personen. Hallo an Jan, Jasmin und den Tobi kennen wir ja schon, ein bekanntes Gesicht. Ihr alle drei macht derzeit eine Ausbildung im Landratsamt Groß-Gerau. Vielleicht mal reihum, in welchem Lehrjahr seid ihr? Jan? Wir sind im zweiten Lehrjahr im Moment. Okay, seid ihr alle im zweiten Lehrjahr? Ja. Jawohl. Okay, einstimmiges Nicken. Und bei den ganzen Videos, man hat euch auch gesehen, wie ihr zusammen in so einem Raum sitzen, was esst. Das wirkt einfach so, als würdet ihr euch alle super verstehen. Ist die Stimmung unter euch so gut, wie das Video vermuten lässt, oder gibt es auch schon mal Streit? Tobi? Also bei uns im Lehrjahr ist es eigentlich recht positiv. Also wir verstehen uns eigentlich alle super miteinander. Wir machen auch in unserer Freizeit was miteinander. Das ist halt, das zeichnet sich sehr aus. Das hat man vorher gar nicht erwartet, dass man halt auch neue Freunde kennenlernt durch die Ausbildung, sag ich mal. Ich hab daran Spaß und die Leute sind auch einfach alle nett und wir können miteinander reden. Also es ist ein super Umgang bei uns. Jasmin, ihr seid ja auch, wie man gesehen hat, also du bist jetzt da in der Abteilung Aus- und Weiterbildung. Da war aber jetzt kein anderer Azubi. Meine Frage ist, wie trefft ihr euch denn da? Also ihr seid alle in unterschiedlichen Abteilungen. Seht ihr euch überhaupt dann? Also bei uns ist es eigentlich so, dass wir die Pausen zusammen verbringen. Also wir machen unsere Mittagspause unten im Jugendraum zusammen und dadurch sehen wir uns eigentlich jeden Arbeitstag. Und trefft ihr euch auch mal privat? Also wenn die Arbeit rum ist, geht man dann auch mal eine Pizza essen oder trennt ihr wirklich strikt Arbeit und Beruf? Also wir gehen gerne zusammen aus und das zweite Ausbildungsjahr macht auch ziemlich oft was gemeinsam. Also wir treffen uns dann auch mal am Wochenende und gehen dann mal zusammen weg. Wir hatten es ja eben von Lieblingsabteilungen. Beim Tobi war es ganz klar die Kreisvolkshochschule. Was ist deine Lieblingsabteilung? Also ich war ja jetzt erst in zwei Abteilungen und in der Aus- und Fortbildung hat es mir einfach bis jetzt am besten gefallen. Okay, ja, du sahst doch wirklich sehr glücklich aus und hast, wir haben dich ja da mit der Kamera besucht, auch schon eine ganze Menge weggeschafft. Ich denke, da freuen sich die Chefs dann natürlich auch. Jan, was ist denn deine Lieblingsabteilung? Meine Lieblingsabteilung ist das Jugendamt. Da war ich zurzeit eingesetzt und es hat mir bis jetzt am besten gefallen. Okay, und ist es jetzt für euch auch so, dass ihr euch sagt, naja, ich mache jetzt da meine Ausbildung, ich will auf jeden Fall im Landratsamt bleiben? Oder spielt ihr schon auch mit dem Gedanken, ich meine, ihr seid ja dann gut ausgebildet, Verwaltungsfachangestellte, ihr könntet ja auch in andere Unternehmen gehen. Wie siehst du das? Bei mir ist es so, also ich würde gerne nach der Ausbildung, wenn ich übernommen werde, was ich natürlich hoffe, natürlich meinen Bachelor machen. Das ist so mein Berufsweg, den ich gerne gehen würde.
Okay, Bachelor hört sich nach Studium an. Das heißt, verlässt du dann das Landratsamt oder bist du dann mal im Landratsamt und mal an der Uni? Genau so. Also es ist ein duales Studium. Wir sind 3 Monate auf dem Amt und 3 Monate im Studium. Okay. Jasmin, wie geht dein Lebensweg weiter, auch im Landratsamt? Oder bist du auch so dabei, dass du sagst, na, du bist ja auch Hebamme, ist schon ein Beruf, den man, glaube ich, nicht einfach mal lernt, weil man sich denkt, ach, was soll ich machen? Naja, werde ich Hebamme. Wirst du dich auch sehr dafür entschieden haben? Wie sieht deine Zukunft aus? Also ich habe eigentlich vor, wenn ich übernommen werde, im Landratsamt auf jeden Fall zu bleiben und das so weiterzuführen, wie ich es jetzt auch schon mache, dass ich nebenher als Hebamme weiterarbeite. Okay, also auf jeden Fall die Abwechslung. Tobi, ich habe vorhin schon gehört, du willst auf jeden Fall Landrat werden, aber eben gab es ja den Tipp von Thomas Will direkt, dann solltest du auch mal ein paar Jahre was anderes machen, dass sich die Kollegen nicht mehr kennen. Wie sieht dein Plan für die Zukunft aus? Hast du dir jetzt gerade nochmal umgeswitcht? Nein, also mein Plan für die Zukunft wäre jetzt, wie Jan, theoretisch den Bachelor zu machen. Wenn das nicht geht, plane ich eigentlich vielleicht ein Studium oder vielleicht auch den Fachwirt, den kann man ja bei uns auch machen. Aber fürs Vorerst plane ich erstmal ein Jahr noch erstmal zu arbeiten, um halt dieses Berufsleben mitzunehmen und dann halt zu gucken, nach was orientiere ich mich, mache ich den Fachwirt, will ich Bachelor of Arts machen oder komplett was anderes. Also das sind so meine Ziele. Okay, vielleicht gerade mal kurz an euch da draußen. Wir sind seit 8 Minuten auch live. Wir hatten heute ein bisschen Probleme, in den Livestream zu gehen. Wenn ihr gerade erst eingeschaltet habt, bei uns geht es heute um das Thema Ausbildung unter dem Motto so bunt wie dein Leben. Und bei mir sind gerade Auszubildende des Kreises Groß-Gerau. Und was mir auffällt, ihr seid alle ja auch relativ locker, relativ entspannt, auch hier am Stand. Jeder von euch darf so sein, wie er ist. Das ist, wenn ich das so sagen darf, ja nicht bei jedem Unternehmen so. Es ist ja durchaus so, dass manche Auszubildende durchaus sehr viele Regeln bekommen und sich einfach in gewisser Weise kleiden müssen, in gewisser Weise verhalten müssen und so weiter. Ihr wirkt alle sehr individuell und sehr frei. Wie ist das bei euch, Jasmin? Wie ist die Stimmung quasi Ausbilder und du? Ist das ganz streng und du hast Angst vor denen? Also es ist auf jeden Fall entspannt, wenn man das macht, was unsere Ausbilder möchten. Und ansonsten passt einfach das Klima. Also man fühlt sich einfach wohl. Empfindet ihr das auch so, Jan? Ja, also ich empfinde es genauso. Ich hatte bis jetzt noch keinen unfassbar strengen Ausbilder gehabt. Und bis jetzt alles super. Tobi, du gehst auch ganz gern immer in den Betrieb. Und ihr macht aber ja eine duale Ausbildung. Das heißt, ihr seid, ich glaube, 1 oder 2 Mal die Woche wahrscheinlich in der Berufsschule und ihr seid im Landratsamt. Wo gehst du lieber hin? Berufsschule oder arbeiten aufs Landratsamt? Also die Frage ist einfach, ich gehe lieber ins Landratsamt, weil dann hat man nämlich theoretisch die ganze Praxis. In der Berufsschule lernt man die ganze Theorie und nimmt da sehr viel mit, klar. Man lernt auch sehr viel, wobei ich sagen muss, im Seminar, das haben wir noch daneben, neben der Berufsschule, finde ich das noch ein bisschen interessanter, weil dann ist es fachbezogener. Aber am liebsten gehe ich eigentlich ins Landratsamt, weil da ist halt die Praxis da. Da erlebt man das, da hat man Kundenkontakt und da hat man einfach dieses gewisse Etwas. Okay, und ihr beide habt spontan bei der Frage gelacht. Seht ihr das auch so, also einstimmig? Auf jeden Fall. Also das Seminar bringt uns sehr, sehr weiter. Und identische Meinung wie der Erzähl. Okay, dann vielleicht noch eine Abschlussfrage, weil es gucken sich ja vielleicht auch da draußen junge Menschen an, die sagen, ich könnte mir auch vorstellen, da eine Ausbildung zu machen. Und klar, wir stehen jetzt hier, Facebook-Video, ihr wolltet natürlich auch nichts Falsches sagen. Aber wir verlinken euch natürlich hier und man kann natürlich auch Fragen unter das Video drunter posten. Ist es euch recht, wenn euch die Leute, vielleicht man kann ja dann @Jasmin, @Jan oder @Tobi einfach mal eine Frage stellen und ihr könnt ja als Privatnachricht dann auf jeden Fall in diesem Fall ganz ehrlich antworten. Dürfen die Leute das tun? Ja, sicher. Alles als klar. Zu. Also, ihr habt jetzt ein paar kennengelernt. Fragt einfach ehrlich die Fragen und das Gleiche gilt natürlich auch für den Landrat und auch für die Ausbilder, die wir jetzt gleich sehen. Einfach Fragen in die Kommentare schreiben und ich sorge persönlich dafür, dass ihr eure Antwort bekommt. An euch auf jeden Fall schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Heute noch viel Spaß auf dem Hessentag hier am Stand. Vielen Dank an Jan, Jasmin und Tobi, die gerade eine Ausbildung im Landratsamt Groß-Gerau machen. Danke. Dankeschön. An euch. Dankeschön.